Eine weitere Möglichkeit, aus den bekannten DC-DC-Wandler-Strukturen weitere Schaltungen zu generieren, ist der Einsatz sogenannter mehrphasiger Wandler bzw. englisch Interleaved Converters, wobei Interleaving zu Deutsch so viel heißt wie verschachteln. Das heißt, was wir uns vorstellen können, ist, die Idee, die dahinter steckt, ist, den Leistungsfluss auf mehrere Parallele oder auf mehrere Wandler aufzuteilen. Und zwar gleichartige Wandler. Häufig haben wir parallele gleiche Wandler. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Das heißt, von der Idee her können wir das so darstellen. Ich habe einen DC-DC-Wandler, irgendwo dort eine normale Eingangsspannungsquelle. Das heißt, ich habe hier irgendwo meine Quelle UE, von der ich eine Leistung aufnehmen will. Ich habe irgendwo eine Last, hier wieder einen Widerstand. Und ich möchte jetzt den Energiefluss aufteilen auf zwei Pfade. Deswegen nehme ich sozusagen ein zweites DC-DC-Wandler-Modul und schalte dieses parallel. Das wäre eine Möglichkeit, dieses Interleaving zu machen. Und kann damit sozusagen, wenn wir hier eine Ausgangsleistung haben, PA über den oberen DC-DC-Wandler nur die Hälfte der Leistung verarbeiten, über den unteren auch die Hälfte der Leistung und kann damit sozusagen den Leistungsfluss aufteilen. Wenn wir gleich anschauen, wie das realisiert wird, üblicherweise werden, wie gesagt, gleichartige Wandler genommen, werden wir gleich an dem Beispiel sehen. Zunächst mal, warum macht man das? Was ist das Ziel bei dieser Sache? Das Ziel ist zum einen, wir wollen Strom- und Spannungswelligkeiten reduzieren. Das bedeutet, wir können mit kleineren Filterkomponenten zurechtkommen. Das heißt tatsächlich, was sich ändern wird bei diesen DC-Wandlern typischerweise, werden wir den Eingangskondensator für alle Stufen und den Ausgangskondensator auch für alle Stufen aus der eigentlichen DC-DC-Wandler-Schaltung rausziehen und dann mit allen gemeinsam nutzen. Und der Vorteil ist dann, dass diese geringere Rippelströme sehen, geringere Stromwelligkeiten. Das zweite ist, wir teilen die Leistung besser auf. Das heißt, wir haben eine Aufteilung des Leistungsflusses und vor allem der Verlustleistung. Das heißt, ich kann die Wärme eventuell besser rausbringen, weil ich zwei DC-DC-Wandler habe, die jeweils nur die Hälfte der Wärme erzeugen. Und deswegen kann man da vielleicht leichter einen Kühlkörper montieren, dass man an einer Stelle das rausbringen müsste. Dann gibt es noch was. Wir kriegen gegebenenfalls höheren Wirkungsgrad. Werden wir nachher sehen. Tatsächlich eine Idee, die dahinter steckt, ist, dass Verluste, zum Beispiel bei MOSFETs, Leitverluste, proportional zu I² sind. Zum Beispiel I Effektivquadrat mal RDS on. Und wenn wir jetzt hier an der Stelle Ströme haben, die jeweils nur die Hälfte des Ausgangsstroms sind, bevor sie sich zusammen addieren, werden wir hier sozusagen in jedem dieser DC-DC-Wandler nur die Hälfte des Stromes verarbeiten. Was aber bedeutet, wenn wir das quadrieren, dass wir nur ein Viertel der Verluste pro Bauelement kriegen. Wir haben zwar doppelt so viele Bauelemente, aber insgesamt diese Leitverluste, die quadratisch abhängen von I² mal R zum Beispiel, diese können wir dadurch reduzieren. Und das Zweite, was man reduzieren kann, ist, wenn wir so eine Parallelstruktur haben an dieser Stelle. Ich kann zum Beispiel, wenn ich eine sehr kleine Ausgangsleistung brauche, einzelne DC-DC-Wandler oder einzelne Teile deaktivieren und kann dann zum Beispiel bei kleinen Leistungen nur einen Wandler nutzen. Und dadurch sind die Verluste, die ich sonst habe, zum Beispiel Schaltverluste bei niedriger Ausgangsleistung, reduziert gegenüber dem Fall, wenn wir mehrere DC-DC-Wandler hätten oder einen größeren DC-DC-Wandler. Schauen wir uns ein Beispiel an, den wir dann noch gleich so simulieren wollen. Und zwar machen wir hier ein Beispiel, und zwar einen zweiphasigen Tiefsetzsteller. Nehmen sogar einen zweiphasigen synchronen Tiefsetzsteller. Das könnte das so aussehen. Ich habe hier meine Eingangsspannungsquelle, habe dann hier oben meinen ersten synchronen Tiefsetzsteller mit seiner Induktivität L1. Und von der Eingangsspannung geht dann nochmal ab ein zweiter Pfad, dort ebenfalls High-Side-MOSFET, ein Low-Side-MOSFET. Und die beiden sind dann hier parallel hinter den Induktivitäten zusammengeschaltet. Ich habe einen gemeinsamen Ausgangskondensator, wo der Lastwiderstand dran ist. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen unseren ersten, ich schraffiere das mal so rein, unseren ersten Wandler und drunter hier diesen zweiten Wandler. Das hier wäre ein zweiphasiger Tiefsetzsteller. Wir teilen den Leistungsfluss auf. Das heißt, tatsächlich haben wir hier die Ströme in den Induktivitäten. Hier haben wir IL1, hier haben wir IL2 und diese werden bezüglich der Mittelwerte jeweils bloß die Hälfte
des Ausgangsstromes hier haben. Das heißt, wenn hier der Strom IA fließt, beziehungsweise der Strom IA Mittel, IA ist ja eigentlich hier, dann werden wir hier bloß IA halbe kriegen, wir werden hier bloß IA halbe kriegen und tatsächlich zum Beispiel die Wicklungsverluste in diesen Induktivitäten werden dann nur jeweils ein Viertel von dem betragen, wenn wir eine Induktivität hätten mit demselben ohmschen Widerstand, wo der Gesamtstrom durchfließen würde, weil wir natürlich zwei Induktivitäten haben, haben wir doppelt so viel. Das heißt, zweimal ein Viertel macht ein Halb der Verluste, aber wir haben die Verluste reduziert. Von der Idee her, wir betrachten jetzt hier die Steuersignale, das heißt, wir machen jetzt bloß hier, das ist das Steuersignal UST1 und hier haben wir das Steuersignal UST2 des zweiten Wandlers. Achtung, natürlich wieder die beiden anderen Transistoren invertiert. Wie werden jetzt so mehrphasige Wandler angesteuert? Mehrphasige Wandler werden phasenverschoben zueinander angesteuert. Das heißt tatsächlich, UST1 und UST2 sind beides PWM-Signale mit dem gleichen Tastverhältnis, aber UST2 ist um T halbe Phasen verschoben zu UST1. Das heißt tatsächlich, dieses zweite Signal hier, wenn wir so aufzeichnen, ist, kommt eine halbe später der Einschaltimpuls für diesen oberen Schalter als beim ersten. Das werden wir gleich betrachten. Tatsächlich kann man das anwenden, wenn man jetzt n-parallele Wandler hat. Wir sind nicht nur beschränkt, das mit bei 2 zu machen. Das heißt, bei n parallelen Schaltungen haben wir eine Verschiebung um T durch n, beziehungsweise 360 Grad, wenn wir es im Gradmaß bezeichnen, durch n der Ansteuersignale. Das heißt tatsächlich vollkommen gleich angesteuert, selbes Tastverhältnis wie zwei einzelne DC-DC-Wandler, aber die phasenverschobene Ansteuerung. Warum? Diese zusätzliche phasenverschobene Ansteuerung sorgt dafür, dass wir die reduzierten Welligkeiten hier am Ausgang kriegen und vor allem auch am Eingang. Das heißt, wenn wir jetzt betrachten, parallel zu diesem Eingang wäre hier ein Eingangskondensator CE, auch dieser wird dann eine geringere Welligkeit haben, genauso wie der Ausgangskondensator. Eine Sache habe ich vergessen, die möchte ich noch kurz erwähnen. Hier oben bei den Eigenschaften, man kann auch eine bessere Regeldynamik kriegen. Wenn man nämlich dann umschaltet zwischen dieser Phasenverschiebung, die ist mal da und mal nicht da, dann kann man auch kurzzeitig deutlich schneller den Strom in den Ausgang reinkriegen, als man das bei einem einzelnen DC-DC-Wandler könnte. Werden wir aber nicht weiter darauf eingehen, aber das ist auch noch eine Möglichkeit, was man damit erreichen kann. Schauen wir uns das auch in der Simulation an. Das heißt, ich habe hier wieder diese Schaltung dargestellt. Das heißt tatsächlich genau dieselbe, die wir vorher haben, die wir auch bei dem synchronen Abwärtswandler haben, nur verdoppelt diesen unteren Pfad, den zweiten Wandler. Und wir wollen jetzt anschauen, okay, wie sieht jetzt hier der Verlauf der Ströme in den Induktivitäten aus? Welche Wirkung hat diese Phasenverschiebung? Wie ist die Ansteuerung und was kriegen wir dort an Vorteilen raus? Ich habe dann hier jetzt die Ergebnisse der Simulation drin. Das heißt, wir sehen hier diese beiden Teilwandler. Hier der Wandler 1, der hat das obere Steuersignal UST1, wie hier dargestellt ist. Und wir haben für den unteren Wandler das dieselbe Ansteuerung, dieses untere Steuersignal. Wir haben aber in beiden Fällen dasselbe Tastverhältnis. Das heißt, hier und hier haben wir beides mal die Einschaltdauer D mal T. Das heißt, wir werden tatsächlich Stromverläufe in beiden Induktivitäten kriegen, die jetzt zueinander verschoben sind um diese halbe Periodendauer. Das heißt, hier tatsächlich zwischen dem Einschalten des einen und dem Einschalten des anderen haben wir hier eine halbe Periodendauer. Damit sind natürlich auch die Stromwelligkeiten hier phasenverschoben versetzt zueinander. Das heißt, die Maxima dieser Stromwelligkeiten treten auch um eine halbe Periode versetzt auf. Und dadurch kriegen wir jetzt eine Kompensation der Ströme. Zum einen sehen wir, die Ströme teilen sich auf. Das heißt, hier ist der Strom IL1, hier ist der Strom IL2. Der Mittelwert des Ausgangsstroms, wir kriegen hier ungefähr eine Spannung von 5 Volt am Ausgang, haben wir 2 Ampere in etwa. Wir sehen aber, die Mittelwerte hier in den beiden Induktivitäten sind nur 1 Ampere. Wir haben also die Ströme aufgeteilt und damit auch die Verlustleistung. Aber dadurch, dass wir das jetzt phasenverschoben ansteuern, kompensieren sich jetzt bezogen hier auf den Summenstrom, der hier fließt, IL1 plus IL2. Achtung, das ist der Strom zwischen diesem Knotenpunkt, wo die beiden Induktivitäten aneinander angeschlossen sind, und dem Kondensator, dieser untere, kompensieren sich hier zum Teil die Stromanstiege und Stromabfälle, dass die resultierende Welligkeit Delta IL gesamt kleiner ist als die Welligkeit in einer der beiden Einzelinduktivitäten. Das heißt tatsächlich, Delta IL gesamt ist kleiner als Delta IL1 beziehungsweise Delta IL2. Das kommt jetzt hier nicht so gut raus, müssen wir umskalieren, aber das ist die Idee, die jetzt hier entsteht. Wir kriegen hier also an der Stelle eine reduzierte Welligkeit. Und das andere, was vielleicht auch auffällt, wenn wir hier so eine Periode mal einzeichnen, während einer Periode hier kriegen wir im Ausgangsstrom zwei Maxima. Das heißt, ich habe hier
an der Stelle zweimal in Anführungszeichen die Schaltfrequenz, das heißt, hier die Periodendauer T, habe aber hier sozusagen eine Schaltfrequenz für mein Ausgangssignal, die scheinbar doppelt so groß ist wie die, mit der ich meine einzelnen Transistoren takten muss. Was für einen Vorteil hat das? Wir haben gesehen bei der Dimensionierung der passiven Bauelemente, dass auch bei diesen Kondensatoren die Frequenz immer im Nenner steht. Das heißt, wenn wir eine höhere Frequenz haben, kriegen wir einen kleineren Energiespeicher, das heißt CA. Und auch CE ist proportional zu 1 durch F. Durch diese Aktion kann ich hier einen Kondensator haben, der sozusagen deutlich kleiner sein kann an dieser Stelle. Tatsächlich, wenn man ein ideales Tastverhältnis von 50% hätte in dieser Schaltung, würden sich sogar die Stromwelligkeiten komplett kompensieren und man bräuchte theoretisch zumindest keinen Ausgangskondensator mehr, um eine Gleichspannung an einem ohmschen Widerstand zu erhalten.